Guten Morgen vom nebligen Campingplatz. 8 Uhr, 7 Grad, scheiße kalt. Also, ich bin schon froh, dass ich Daunenjacke mitgenommen habe. Das hat schon, macht schon Sinn. Ja, ich bin jetzt hier gerade bei meiner zweiten Tasse Kaffee. Ich habe es ja heute nicht ganz so weit, nur 45 Kilometer. Wobei am Ende raus noch ordentlich Höhenmeter dazukommen. Ich will aber auch nicht vor 4 Uhr oder so an der Jugendherberge sein, weil ich glaube, viel früher kannst du auch nicht einchecken. Also von daher habe ich heute eigentlich fast alle Zeit der Welt. Denk mal, ein paar Kilometer schieben werde ich dürfen, weil auf die 45 Kilometer sind es auch 660 Höhenmeter. Ist schon ein Stück. Ja, jetzt trinke ich erstmal meinen Kaffee aus und dann sehen wir uns unterwegs. Ja, guten Morgen nochmal auf dem Vulkanradweg. Der bringt mich heute Richtung Hohe Rotzkopf, wo ich in der Jugendherberge schlaf. Ja, die Strecke ist heute nicht ganz so lang. Also Kilometer halten sich in Grenzen, 45, aber dafür 660 Höhenmeter auf dem kurzen Stück. Ist dann auch schon wieder ordentlich. Eigentlich bin ich ja der Meinung, auf dem Vulkanradweg zu sein. Aber ich sehe hier nur Schilder Bahnradweg Hessen. Er soll mir recht sein. Hauptsache, er führt mich dahin, wo ich hin will. Ja, geht jetzt schon die ganze Zeit leicht bergan. Aber so ist das angenehm. Bad Salzschlirf. Mein Gott, ist das ein schweres Wort. Habe ich jetzt gerade nur angerissen. Bin ich jetzt also in dem Sinne schon durch. Und jetzt geht es hier weiter auf diesem schönen Bahnradweg. Wirklich schön. Bin ja mal gespannt, wann ich da bin. Beziehungsweise denke mal, da wird noch was kommen. Allerdings habe ich auch schon laut Komoot-Aufzeichnung 300 Höhenmeter. Und 660 soll es sein. Also müsste ich ja schon fast die Hälfte haben. Ich habe aber auch die Hälfte der Tour rum. Ungefähr. Ah, noch nicht ganz, aber fast. Ja, ich bin jetzt hier kurz nach Lauterbach. Eigentlich mal eine Bank gefunden zum Pause machen. Und hinter Lauterbach fangen dann auch die ersten ernstzunehmenden Steigungen an. Ja, keine 10 Kilometer mehr. Das habe ich mir eigentlich schon Zeit gelassen. Naja, aber zum Ende hin müssen da noch ein paar Höhenmeter kommen. Also
denke nicht, dass ich in einer halben Stunde oder dreiviertel Stunde schon an der Jugendherberge bin. Das wird noch ein bisschen länger dauern, weil ich habe irgendwas 300-400 Höhenmeter und 660 muss ich, also da wird noch ein dickes Ende kommen. Also die letzten Kilometer haben es in sich. Hier geht es noch mal ordentlich hoch, aber das war mir bewusst. Im Notfall kann ich auch gleich wieder schieben. Hier im Wald ist das auch nicht so schlimm. An der Straße fände ich es jetzt viel schlimmer. Aber bin immer noch am Klettern. Ja, auf der Kamera sieht man es ja meistens nicht so ganz richtig. Aber das letzte Stück ist doch anstrengend. Aber schaffe ich auch noch. Jo, bin da. Muss nur noch ein bisschen warten, bis ich einchecken kann. Egal. Aber erstmal hier sein.